Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe vom Final Fantasy VII Remake. Wir sind heute mit dem Blumenmädchen Aerith zu einem Date verabredet. Und unser Date führt uns direkt durch dieses Schrottgebiet. Schauen wir mal, wo es hingeht. Jedenfalls, ich finde es wieder schön, dass sie wieder mit dabei ist. Ist eine Hübsche. Und ich bin derjenige, der sie beschützen muss. Die Viecher muss ich natürlich auch mal alle analysieren. Dann kann ich zu meiner Liste abhaken. Ne, wer hat? Ne, die haben wir schon analysiert. Aber die großen Viecher müssen wir analysieren. Und wie sag ich immer so schön, raus mit die Viecher. It's over. Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Nö. Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Aber stimmt, was er gesagt hat, ne? Arbeit, schlafen, Punkt, das Ende. Mehr braucht man nicht. Na gut, ist gelogen, Freunde und so, ist auch wichtig. Ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Das stimmt. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Trocknall, guck mal. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Oh. Er brennt wirklich. Schaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Naja, mein Gesicht ist überall auf den Plakaten sehen und so. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Gut, Earl, dann komm wieder mal mit. Hey, Cloud, warte doch. Ja, in den Automaten, man muss Prioritäten setzen. Musik, danke, Mario. Nehme ich doch gerne mit, her damit, danke. Und erstmal hier Bordstein-Assi spielen. Wir ruhen uns erstmal hier Ruhe aus. Legen die Füße hoch, geben Aerith vielleicht noch eine schöne Fußmassage oder sowas in der Art. Mal gucken. Oh, und es geht wieder. Oh geil, Hot Dogs. Wir können es gerne kaufen, schade. Warte. Ein Deal. Colonel. Bereit zum Ausstieg. Vorbereitung. Fertig. Formation. Und los. Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Mir auch. Zwängen wir uns mal hier durch, mit dem dicken Schwert vor allem, ne? Boah, das ist ja leichter als gedacht. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Deshalb kommt hier niemand vorbei. Problem gelöst. Oh ne, einer ist noch. Bam. Wer noch? Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Sehr witzig. Oh, Hilfe, nein! Es hat mein Blut ausgesaugt. Jetzt wäre ich zu einem Vampir. Sie greifen den Schwächsten der Gruppe an. Oh, da will ich nicht in der Haut stecken, Cloud. Oh, wir gehen mal da lang. Der Weg führt in eine Sackgasse.
Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Wir gucken trotzdem mal nach. Ja, vielleicht gibt es irgendwas Schönes zu plündern. Und plündern ist immer gut. In der Tat. Oh, was? Ist das eine Bombe? Sieht aus wie eine Bombe. Nee, sorry, tut mir leid. Na komm, die Bombe hätte ich ja dann gerne mal gezündet, ne? Ja, ich die Bauarbeiten ganz alleine kriege. Und das ist eine Rakete. Hallöchen. Was ist das denn für ein schickes Ding? Vielleicht kann man das Ding noch zünden, ne? Wäre witzig. Wisst ihr, so ein Bossgegner kommt und nächstes nur so, ha, ich zünde mal eine Atombombe. Ich weiß, keine Atombombe, aber wer weiß, ne? Eine dicke Rakete, das wäre schon mal nicht verkehrt. Es war verdammt schwer, das Ding, aber egal. Wo geht's lang? Aerith. Mädel, da lang, okay. Knöpfchen. Ach nee, diesen Hebel. Drücken! Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herum laufen können. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Sicher. Oh, sind wir stark. Oh, sind wir stark. Guck das mal an. Oh, es klappt. Wir sind übelst der Bulle. Ein reiner Stirnacken. Hier gibt's nichts weiter. Okay. Weiter im Text. Der eiserne Stirnacken klaut, hat er den kompletten Container geschoben, wo vielleicht noch ein paar Teeträger drin sind. Aber nein, er schiebt es einfach weg. Er braucht keinen Stapler, er braucht keine Ameise, so, nee. Sondern er braucht einfach seine Muckis. Ich bin bereit. Pfui, was ist denn das denn? Analyse. Ein Igelfloh. Wirksam, Frost. Okay. Es ist aus. Bam. War das eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Okay, der war gut. Oh, war der schlecht. Oh Gott, ja, ich finde den Humor ziemlich geil, wie die sich gegenseitig dissen und so. So, der wollen wir mal. Wie gehen wir da lang? Er sieht schon sehr beeindruckend aus, die ganzen Details und so. Wow. Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Mädel, ich würde dich gerne mal lecken, aber es ist ein anderes Thema. So. Ich finde ziemlich krass hier, da haben sie sich wirklich eine Menge Mühe gegeben. Keine große Sache. Na, was gibt's denn hier zu holen? Ich glaube, wir sind komplett falsch, oder? Da gibt's hier irgendwas Schönes zu plündern. Oder gibt's hier gleich einen versteckten Bosskampf? Oder kommt vielleicht gleich der Waffenhändler aus Resident Evil an? What are you buying? What are you selling? Come back anytime. Stranger! Have a lot of good things for sale, Stranger! Nee, ich glaube, wir sind hier irgendwie falsch abgebogen. Okay. Gab's nichts, war pure Zeitverschwendung.
Sind wir jetzt hier richtig? Hoffentlich. Da scheint es auch irgendwie hochzugehen. Oh, die haben fette Roboter. Oh, Treppe. Ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Du mich auch. Du mich auch. Drücken wir mir den Knopf. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Und wehe, es handelt sich dabei jetzt um eine vierte Sackgasse. Wir scheinen richtig zu sein. Es bewegt sich! Ja, aber nicht mehr lange. Mach es tot! Smoke, Smoke! Moment. Jetzt Analyse. Auf Smogon. Wirksam Strom. Okay. Kann gerade nicht wirken. Bam. Das hat geklappt. Sie haben Smogsmog besiegt. Oh, Leiter. Hoch da. Das sind aber auch vielleicht ein paar Schlauchlevel, wo man sich sehr leicht verlaufen kann. Uah. Kommst du nicht ran? Klappt nicht, wie? Warum geht's nicht weiter? Lass die fallen. Cloud, bau keinen Mist. Abo, warte mal, vielleicht noch. Wir klettern mal kurz zurück. Moment. Cloud, umdrehen. Ja, aber es geht nicht weiter. Egal, was ich mache, es geht halt nicht. Manu? Nein. Es will nicht weiter vorangehen. Gut, klettern wir zurück. Klappt auch nicht. Oh doch, warte. Warum haben die das da eingebaut, wenn es gar nicht funktioniert? Verstehe ich nicht. Ja, da oben geht's nicht weiter, habe ich gerade rausgefunden. Vielleicht kann man ja den Container benutzen, um hochzuklettern. Mach ich gerade. Ach so, wir müssen das Ding da hinschieben, damit wir dann da besser hinklettern können. Ich verstehe. Ach Cloud, du kannst doch da einfach hochklettern. Komm, Kumpel. Jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. So. Jetzt aber, jetzt klettern wir mal darüber. Und wir sind drüben. Mensch, Cloud, ich bin wirklich gerade ein bisschen enttäuscht von dir, ja? So ein großer Kerl. Ah, hier. I see. Kommt durch, Mädel, komm mal her. Dankeschön. Komm mal her. Sehr geschickt gelöst. Danke. Na also, wir haben es geschafft. Muss ich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Hm? Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Nein. Wie? Oh. Verschlossen. Ach, das war ja klar. Kaum will ich hier ein bisschen was erkunden, ist alles verschlossen. Okay, komm, wir rennen jetzt aber mal durch. Keine Widerrede. Hallo. Jemand da? Hier sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Da geht's aber auch noch dort lang. Geht's in Richtung Bahnhof. Okay, dann nicht. Dann gehen wir hier lang.
die Slums von Sektor 5. Tea Time. Was ist da los? Hey! Dieser Schraubenschlüssel, der ist super selten. So, die Stimme ein bisschen geölt und weiter geht's. Ja geil, wir können wie ein Penner auf der Parkbank schlafen. Nein, danke. Ja. Ja, warte mal, warte mal. Was wollen diese Leute denn damit nur erreichen? Wie wir hier sehen können, die stecken doch bestimmt mit Wutai unter der Decke. Und dass nach so langer Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt war. Die Feuer scheinen bereits gelöscht worden zu sein. Etwa einen neuen Krieg anzetteln? Oh, ob man wieder. Wohl ein Kopfgeld Sie sind die Leiterin bekommt, wenn man von Kinderer Rüstungsabteilung, richtig? Schon wieder, wie furchtbar. Darf ich Sie? Nun, nein, dann steckt den Teufel an die Wand. In den Slums sind wir sicher, oder? Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten, wie die derzeitige Lage in Makoreaktor 5 ist? Die Züge denn endlich wieder? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Gehen wir, Cloud. Die Kameramann haben sie getötet, ja, alles klar. Warum mussten die den Reaktor sprengen? Weil es Spaß macht. Darum habe ich den gesprengt. Seh mich doch mal an, ich bin so ein Typ, ich bin so, ich habe da Spaß dran. Hab gerade an dich gedacht. Was? Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Ja, genau, sie schlägt von deinem Atem. Putz mal die Zähne. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Ah, es ist nicht nur Blumenmädchen. Oder was? Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Huh? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Spreng! Was ist der denn? Bring dich um! Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Ich muss los. Ja, genau, bring dich um. Spring dir jetzt runter, komm. Schubst die anderen beiden runter da, komm. Oh Mann. Ich dachte, der bringt jetzt Leute um und sich selber. Schade. Jetzt bin ich enttäuscht. Oh, Aeris! Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aeris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aeris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Hallo, Aeris. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Was? Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Das hier ist der Helmchenhof. Das ist ein Regenbogen, den will ich begutachten. Guck mal, ein Regenbogen. Willkommen zurück. Hallo, ich habe Aeris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gerne um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll.
Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Regenbogen, ich will den Regenbogen begutachten. Oh, mit Koala. Oh, hat der Koala Flügel? Das ist eine Koala-Fledermaus. Oh, süß. Hallo, liebe Kinder, ich bin der Cloud und hinter mir geht immer die Sonne auf, beziehungsweise das Regenbogen. Hier geht's lang. Ja, doch. Oh, da kann ich damit gerade interagieren? Moment. Zumindest da gerade was aufgeploppt. Wahrscheinlich weiß es aber auch Nachricht. Hey, du sollst da keine Zeit verbringen. Du musst da jetzt losgehen und die Welt retten und Leute umbringen. Ihr habt den Stuhl wieder aufgestellt. Nee, der ist immer noch am Liegen. Gut, ich dachte, ich hätte ihn aufgestellt. Schade. Cloud, sag mal, magst du Blumen? Nein. Sind mir eigentlich ziemlich egal. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ja. Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Getötet. Ach, die. Hast sie sicher verschenkt? Ja. Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Nein. Ist auch egal. Ich habe sie tiefer gegeben, weil tiefer eine geile Schnitte ist. Was ich gerne mit tiefer als anstellen würde, das glaubst du nicht, Aerith. Obwohl, vielleicht willst du mitmachen, du, ich und tiefer, also... Am vielleicht lässt sie sich zu einem Dreier überreden. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Ja, ich stehe nicht so auf Milfs, weißt du, was ich meine? Ich bin nicht so der Milf-Hunter. Oh, Wasserfall, sehr schön. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. Boah, wie das hier aussieht. Hey, hier geht's lang. Ja doch, da will ich erstmal die Gegend hier begutachten. Boah, das sieht mega aus. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist... Das ist meine Mutter, Emira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Hm? Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich denn überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Aerith, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Das bringt Helga einen ziemlich auf Trab, was? Ja, du sagst es. Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts. Ja, sonst noch was? Sonst noch was? Egal, ich plündere erstmal das Haus. Oh geil, was gibt's denn hier im Kühlschrank? Kann ja kein Mensch lesen. Sind das Baupläne von der Metal Gear? Kann's nicht erkennen. Eieiei, machen wir eine schöne Kürbissuppe. Mmm, lecker. Und dann schön mit Worcestersoße dran. Mmh. Gucken wir uns mal hier oben um. Das ist immer von Aerith, okay. Ich gehe mal auf den Dachboden und suche meinen Nietenjurtel. Ah, oh, Licht. Oh, die Aussicht.
Guckt euch das mal an. Oh, es ist herrlich. Und da drüben ist gleich der Wasserfall. Oh, ist das schön hier. Hier bleibe ich. Hier gefällt es mir. Wisst ihr, in der kompletten Final Fantasy Welt, hier in Final Fantasy 7, hier gibt es nur Tod, Elend, Stahl und so und alles steril und dreckig und das hier gefällt mir. Alles schön grün, bunt und es ist friedlich hier, das gefällt mir. Ist das schön. War das ein Gartenzwerg? Nein, okay. Verschiedene Düngerarten, obwohl können auch Bleiche sein. Schön Bleiche, genau. Die Bleiche verwendet man am besten, damit die Blumen schön wachsen. Genau. Gut, gut, gut. Hier können wir nichts machen. Gehen wir wieder runter. Bin wieder hier. Ah? So, hier. Hä? Nimm. Gut, dann mal los. Wie Mario Bart immer sagt, 10 Gramm Seitenunterwäsche und die Frau sagt, nimmst du mal die Tüte? Ja, Mann, so sieht's aus. Mann, bin ich. Oh, guck mal an, wie männlich ich bin. Ich bin so männlich. Ich laufe mit einem Weidenkörbchen durch die Gegend. Mann, bin ich männlich. Oh, ja. Ich bin ein richtiger Kerl. Guckt euch an, wie männlich und kernig ich bin. Ich habe kein Körbchen dabei. Alle. Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Wähle die Blumensorte aus, die zum Helmchenhof geliefert werden soll. Drücke in der Nähe des Blumenfeldes Dreieck, um ein paar Blumen einer Sorte zu pflücken. Je nachdem, welche Blumen du ausgewählt hast, ändert sich später die Dekoration des Helmchenhofes. Was ist das denn hier? Getreide nehmen wir nicht mit. Nee. Weiße Blumen, ja, vielleicht. Was haben wir hier noch für Blumen? Gelbe, oh, die gelben sind. Boah, da hat sie nicht gesagt, die gelben stehen für Wiedersehen? Ich nehme die gelben. So eine habe ich dir gegeben. Ja. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Gelb wird mir nicht ausreichen. Die Getreide-Dinger sehen nicht gut aus. Nee. Wir nehmen noch ein paar von den Weißen mit. Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. Wieder was dazugelernt. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Okay, nehmen wir noch mal die mit. Du wählst wirklich Borstenhirse? Das sieht dir ähnlich, Cloud. Da werden die Kinder sicher staunen. Also hätte ich es doch lieber nicht mitnehmen sollen, aber wenn die sagt, ja, hier ist aber noch ein paar mehr. Natürlich nehme ich das alles mal mit. Genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Katastrophe. Oh ja, Mann, wie männlich ich bin. Guckt euch mich doch mal an hier. Mit einem Weidenkörbchen, mit Blümchen. Mann, bin ich ein richtiger Kerl. Und dazu noch ein 2 Meter langes Schwert. Oh ja. Ich hab's echt drauf, ne? Ging's hier lang? Ich hab so einen schlechten Orientierungssinn. Das glaubt man nicht, ich weiß, aber es ist wirklich so. Ich hab den schlechtesten Orientierungssinn von allen. Ich bin hier falsch abgebogen. Nein! Gehen wir hier lang. So, RWFK, mit. Wir haben Blümchen gesammelt und liefert sie jetzt zum Kindergarten. Schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Nein. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Cloud, du siehst ganz toll aus, weißt du? Wir sehen total männlich und stark aus. Und die Mädels, die werden drauf stehen. Und die Jungs ebenfalls. Fällt nur noch ein schönes Seidenhäppchen und Goldkettchen. Irgendwie sowas in der Art. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Bondage. Ahnung.
können ja später mal vorbeischauen. Oh, was sie mit dem Blumen anfangen werden? Bondage. Okay. Sorry, ich fand's selber gerade witzig. Bondage. Okay, ganz ruhig bleiben. Ich muss ganz ruhig bleiben, ich darf nicht. Mann, wir sind so männlich. Guckt mich euch mal an hier. Oh. Ah, und da fliegen schon die ganzen Täubchen hoch. Ach ja. Ach, hier sind wir schon beim Häbchenhof. Vielleicht sollte ich mich mit diesem Weinkörbchen mal ganz kurz vor den Regenbogen hinstellen. Ich glaube, das wäre ganz toll. Nein, ich will mich doch vom Regenbogen fotografieren lassen. Nein. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Klingt nach Nebenquest-Aufträgen, alles klar. Gibt es hier irgendwelche Nebenquests, die man erledigen kann? Wir gucken mal. Sieht nicht so aus. Shadley, warte mal, ist das hier nicht der Typ, für den wir hier die ganzen Leute analysieren müssen? Begeben wir uns auf den Weg zu den Typen. Shadley! Hier, ich habe ein paar Analysen durchgeführt. Da ist er, hier, gleich mal markieren. Route festlegen, ich will zu den Typen gehen. Shadley, wo ist denn der? Lad schneller die Karte. Ich bin vorbeigelaufen. Okay, Shadley, wo ist denn der? Da ist er. Interagieren. Hallo, Cloud. Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Na bitte, wir haben eine Menge Zeug analysiert. Ich hoffe, er ist zufrieden. Kaufen, was gibt's denn eigentlich schönes? Luft. Sehe ich aus wie ein Luftbändiger? Ein bisschen. Was ist das denn eigentlich? Ermöglicht Einsatz von... Erstschlag. Zu Beginn eines Kampfes aktiviert leistet mit einem zufälligen Wert aufgeladen. Autovita. Sind Gefährten in Bedrängnis, wird automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Sollten meine Kameraden heilen sich von selbst. Ging doch irgendwo so verkehrt. Luft. Dann nehme ich Windmagie mit. Hat 2000 gekostet. Wie viel haben wir überhaupt noch übrig? Nicht, dass ich jetzt. Ich glaube, ich stehe dran 11.000, oder? Moment, verkaufen. Warte mal. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Ja, sicher. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie da gewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Ja. Shadley's Geheimnisse haben eine neue Funktion mitgebracht, VR-Mission. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Strich mit Shadley, wenn du dich... Ja, okay, wir versuchen mal, klar. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Sicher, wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Kann man da überhaupt mal gucken, wie viel...
War eigentlich 11.000, so habe ich das interpretiert. Da unten steht es dran, 11.000, ja gut, dann haben wir uns, ja, Windmagie, alles gut und schön. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ja komm, lass uns miteinander reden, wir wollen ja mal ein bisschen hier miteinander kämpfen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Cool, kaufen. Effizientes Blocken, verringert Schaden beim Blocken und lädt. Oh, ist gut. Provozieren. Setzt automatisch Provozieren ein, wenn Gefährten in Bedrängnis sind, wodurch die Aufmerksamkeit des Gegners auf den Anwender gelenkt wird. Stehlen, da bin ich doch gern dabei. Ermöglicht den Einsatz der Fähigkeit Stehlen. Ah, I see, mitnehmen. Bebu, ah, hat man Stufe gehabt, okay. Effizienz blocken, provozieren, nehmen auch mal mit. Na komm, wir nehmen einfach mal alles mal mit, so. Und Bebu, komm, nehmen auch mal mit. Jetzt haben wir alles einmal geholt, sehr gut. Ja, brauchen wir so eine VR-Mission. Als Ergebnis einfach gesammelte Daten zum Eiselement. Konnichiwa, die Eiskönigin. Warte mal. Ja, machen wir mal hier das Eisding. Lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Natürlich. Jetzt fuchte ich in der Innenstadt mit dem Schwert rum, na klar. Oh, ist die hot. Oh. Hallöchen, ich war jetzt klar, ne? Los geht's. Hua. Die ist bestimmt anfällig für Feuer. Gleich mal gucken. Bin mal so frei. Die ist anfällig für Feuer. Was kann ich noch so? Eis, Eis, Baby. Alles klar. Komm doch mal her, komm mal her. Hey. Die machen wir jetzt klar. Bam! Feuerangriff. Magie. Nein, warte, wir können doch das. Feuerja, genau. Feuerball! Und flieg. Volle Konzentration. Huah! Der Feind ist geschwächt. So, Magie, Feuerja. Nimm das, Shiva. Die kann da nichts einstecken, ne? Die sind nichts unterschätzen, die sind nichts unterschätzen, die alte. So, bam. Los geht's. Magie, Feuerja, Shiva. Brenne. Um nochmal was zu schön gewesen ist. Oh ja, jetzt mein Feuervieh, genau. Beschwöre Feuervieh. Balrog, greif an. Balrog. Na, die alte ist ja anfällig für Feuer, also hin da. Haha. Feuer und Eis. Limit, damit greife ich auch nochmal an. Shiva, du hast deinen letzten Smiley gelächelt. Bam! Jetzt nochmal Feuermagie rein. Oh, warte, Esper-Fähigkeit. Ja, mach mal Feuersbrunst. Angriff auf Shiva, komm. Hä, wo ist die Alte hin? Sieg! Besen, Besen, seid's gewesen. Das ist ein Trophäe, habe ich gerade bekommen. Das war hervorragend. Die Synthese der Shiva-Materia ist abgeschlossen. Hier, bitte. Die Materia gehört nun dir. Das kühle Lächeln der Eiskönigin passt ausgezeichnet zu dir, Cloud. Danke. Bewahre die Materia bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Geil. Kann ich jetzt noch mehr von diesen Pokémon sammeln? Nein, das war's erstmal. Okay. Kaufen.
Naja, alles gut. Nee. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Natürlich. Geil, wir können jetzt hier die Eiskönigin beschwören. Cool, warte mal, gleich mal hier anlegen. Genau, ja, so. Shiva. Cool. Wir können die Eiskönigin beschwören. Ruhen wir uns erstmal hier auf der Parkbank aus, wie ein richtiger Assi. Und weiter geht's. Oh, wir haben noch ein bisschen was hier zu erledigen. Zumindest die Hauptstory. Mehr ist hier aber auch nicht zu erledigen. Doch, ich sehe, gibt es noch einiges zu sehen. Waffenhändler gibt es ja auch. Sollten wir vielleicht nochmal vorbeigucken, bevor wir weitermachen. Waffenladen, Route festlegen. Dann nicht, dann wird es halt nicht angezeigt. Okay. Machen wir es klassisch? Wir machen es klassisch. Laufe ich halt so rum. Musik, Musik, Musik. Warte, man kann die Musik kaufen. Warte mal. Hey, du, kannst mal die Musik kaufen. Meine Materia-Sammlung ist echt schnieke. Sieh dich mal um. Gegenstände. Genau, das würde ich gerne mitnehmen. Danke. Eine sehr gute Wahl. So, ne? Ach, das war der. Okay, gut, na dann zum Waffenhändler. I'm so cool in the beat. I'm just beep in the deep sea beat. Call in the deep. Stranger! Have a lot of good things for sale, stranger. Oh, der Schwarze gefällt mir. Macht mich wiederum in vielen Sachen schlechter. Das ist nicht gut. Nee, lass mal stecken. Oh, warte, Sterni ist neu. Nee, aber das mit dem Wiederbeleben ist weg. Na egal. Genügt das deinen Ansprüchen? Na, ich dachte eigentlich neues Schwert, aber okay, von mir aus, warte mal, hey, hast du gerade mit mir gesprochen? Hast du mit mir gesprochen? Redest du mit mir? Dich kenne ich doch. Wo ist Eris? Im Helmchenhof. Ich hab gesagt, du sollst dich umbringen. Jetzt hau ab. Wie Selbstmord. Jetzt. Jo, Waffenhändler? Was ist das andere Zeichen? Warte mal, was haben wir hier? Eine Jukebox haben wir hier. Okay, warte mal. Waffen, Krämerladen, da brauchen wir eigentlich nichts, ne? Ich bezweifle mal, dass der Krämerladen da irgendwelche tollen Waffen für mich hat. Aber gab mir jetzt neues Zeug und... Oh, warte mal, ich könnte ja jetzt hier neue Magie anlegen. Moment mal. Moment mal, ich habe jetzt hier Wind-Dingsbums. Glut, heilen, Anal... Gewitter. Wir können mal das Windding ausprobieren. Wind. Luft. Wir probieren das mal aus. Bei Gelegenheit. Na schön. Ist was passiert? Ja. Da, wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums. Hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und
Und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. Hier lang. Moment mal, so ein Typ war ja auch bei uns hier gewesen, als wir hier im ach, wie hießen das nochmal? Oh, sag mal schnell, in diesen anderen Slums war nicht auch so ein Typ gewesen? Aerith, was können wir dir noch beibringen? Die haben wir Frost beigebracht. Nimm du mal Gewitter mit. Obwohl, warte mal. Nee, ich hab eine bessere Idee. Ich hab eine bessere Idee. Geben ihr das Luftelementar. Ja. Luft und wir nehmen dafür mit Cloud das Elektro-Ding wieder an. Gewitter. Elektro ist cool. Ja, siehe Infamous. Das war richtig cool gewesen. So. Man sieht, die Musik gefällt mir hier. Das ist richtig gut hier. Na komm, Kumpel, bist du blind? Der hat so einen Stock und eine Brille auf. Ihr Geheimversteck. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Richtig. Mit einer Europalette, na klar. Hallöchen. Boogie. Da bist du ja. Ich habe Aerith mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Alles klar, wir folgen dir, Kumpel. Kommt ihr beiden, beeilt euch. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Na klar. Wo sie wohl hingelaufen sind? Kinder sind unberechenbar. Wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Beeilen wir uns. Oh, das sieht gefährlich aus da unten. Vielleicht kommen wir da nochmal vorbei. Nicht meine Schuld. Ich bin bereit. Huah. Genug. Feuerigel analysieren. Analyse. Das Feuerviecher. Ah, nee, warte mal. Analyse, bitte. Auf Nummer 6. Wirksam Eis. So. Und bam. Es ist vollbracht. So, jetzt klettern wir mal runter. Komm, Aerith, komm runter hier. Volle Konzentration. Es ist aus. Und das, du Mickey Maus. Tschüss. Bam. Alles im Blick. Ich auch. Bam. Flieg und Sieg. Es ist geschafft. Was gibt's hier oben? Gibt's irgendwas für uns zu plündern? Ja, na bitte. Megatrank. Bam. Nein. Keine Aufmerksamkeit. Müssen schleichen. Psst, schleichen. Psst, schleichen. Müssen ganz vorsichtig schleichen. Das kriegen wir hin. Aber nur, wenn ich dir helfe, klar? Schöner, heißer, schwarzer Gaffeljunge. Echt jetzt. Versuch's doch. So, Problem gelöst. Ne, warte. Da sind noch welche. Das ist auch. Tschüss. Hua. Lästig, okay, bam. Bam, jetzt komm her. Wir müssen schnell etwas tun. Mach ich. Bin schon dabei. Ah, ich hab die Orientierung verloren. Da lang. Klettern wir mal runter. 1, 2, 1, 2. Und kaputt hauen. Ich bin bereit. Keine Angst.
Es ist auf. Und bam. It's over. Kann nicht gewirkt werden, okay. Okay, dann nicht. Klassiker, bam. Und kriegst auch was ab, bam. Fertigkeiten, Impulsi, ja, Schwertsturm, komm. Schwertsturm. Hua. Oh, noch jemand. Hua. Und weiter geht's. Magie kann ich gerade echt nicht wirken, ne? Ach so, ich bin mit dem Buch belegt, alles klar. Dann mach du mal Aero auf den da. Jetzt Feuer. Auf Smogon. Und Angriff. Bam. Genau, wir kommen wieder, Night Rider. Au. Ja, du Scheißding, muss nächstes Mal explodieren, wa? Ich krieg extra schön Schaden ab, na klar. Ich gehe. Kommt. Danke. Du bist echt cool. Also, gehen wir zurück? Ja, sicher gehen wir zurück. Na komm, ja. Geleitschutz für Grünschnäbel. Kein Problem. Macht schneller, Kinder. Vielleicht kommen sie wieder. Vielleicht kommen die Biester nochmal zurück. Nach dir, meine junge Dame. Oh, ist das hot. Hat die lange Beine. Ey. Das denkt man gar nicht, aber die Alte hat lange Beine. Ich hab doch gesagt, sie kommen zurück. Abschaum. Keine Kopf. Verschwende. Boom. Wie bist du so stark geworden? Training. Wisst ihr, Cloud war mal bei Soldat. Wirklich? Warst du auch im Krieg? Streng geheim. Das ist geheim, genau. Aber dafür war ich im Vietnamkrieg, ne? Darf man nicht vergessen. War ein Spaß. Wollen wir nicht alle mal in irgendwelchen Kriegen? Go, go, Power Ranger. Bleib lieber hinter mir. Klar, ich teile von hier aus. Wo sind die denn? Sind 18 Jungen? Moment. It's over! 9000! Huah! Werde ich auch Soldat? Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ich schaff das bestimmt, oder Cloud? Die Kinder haben dich echt gern. Das war echt toll. Wusch. Ja, richtig klasse. Schwusch, schwusch. Ich bin, glaube ich, bin irgendwo falsch abgewogen. Kapiert? Wo ging's nochmal lang? Genau. Ja. Das stimmt. Das ist die wahrste Wahrheit.
Warum kann ich nicht schneller laufen? Cloud, beweg deinen Hintern. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen die Kinder ganz schnell zurückbringen. Tja, Arish, jetzt stell dir mal vor, das wären unsere beiden Kinder, weißt du? Nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. So, warte mal. So. Sehr bin ich wieder. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier. Weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Oh, welch große Ehre. Danke sehr. Ach, hier ist das Versteck. Ach, das. Okay, jetzt weiß ich, wo das Versteck ist. Alles klar. Oh, plündern. Ich plündere euer Geheimversteck. Nein, das werde ich nicht zurückgeben. Das gehört jetzt mir. Haha, Pech gehabt. Warte! Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion. Ganz ruhig. Sieh mich an, Cloud. Eris. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Was? Vielleicht bin ich die... Wir gehen sofort weiter. Ich würde gerne die Aufnahme beenden wollen. Dann machen wir im nächsten Port in alter Frische weiter. So ist jetzt gerade mein Gedanke. Weil es lohnt sich ja jetzt nicht, noch irgendwas neu anzufangen, nicht wahr? Gut, meine Lieben, da würde ich mir sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss.